sehr starke, sehr einflussreiche Stellung des Bundesrates, weil es gibt kein Bundesgesetz ohne Mitwirkung des Bundesrates. Die meisten Länder haben in der Länderkammer nur, jetzt in Anführungszeichen, eine beratende Funktion oder ein Vetorecht, wenn sie sehr stark sind, aber auch nur bei einem Teil der Gesetze. Also es ist schon ein Unterschied. Es hat kaum ein Land, die Landesregierungen. Mit den USA, das zurzeit, wie ja häufig beklagt wird, in der Tat in verschlossenen Türen verhandelt wird. Und da wollen wir uns heute mal die Pro- und Kontra-Argumente einer Weiterverhandlung anhören. Und es gibt hier zunächst mal, vielleicht darf ich auf dieser Seite beginnen, einige Herren, um genau zu sein, deren zwei, die sagen, diese Verhandlungen sollen beendet werden. Da darf ich einmal den Kollegen Alexander Hans bitten, sich kurz zu erheben, der als Wirtschaftsingenieur an der TU Berlin tätig ist. Und dann haben wir Janik Lie, der seit anderthalb Jahren fleißig debattiert und Früher hatten wir ja auch noch Zeit gehabt, stimmt? Kinderbetreuung vernünftig gestalten kann und die Dinge, die den Landeshaushalt im Wesentlichen betreffen, vor Kopf bis an. Und dann die Herausforderung der Schuldenbremse 2020 ohne Neuverschuldung auszukommen, da gibt es in Niedersachsen noch einen langen Weg, wie ich so sehe. Vielen herzlichen Dank für die, ich hoffe, zumindest ein Teil davon beantwortet oder ein Teil zufriedengestellt. Sie nicken und das ist gut. Gibt es eine weitere Wortmeldung bzw. Frage noch hier im Saal? Nein, dann möchte ich mich herzlich bedanken bei der Runde. Vielen herzlichen Dank, Frau Professor Kropp. Ich denke, einen herzlichen Applaus nochmal für Sie. Sie wissen ja, wie das mit der Präsidentschaft ist. Ja. Ja, das ist ja, na, es geht immer los, bevölkerungsreichstes Bundesland, Nordrhein-Westfalen. Und wenn man dann trotzdem für den Regierungschef ist, zack, ist man schon Bundesratspräsident. Auch ein Jahr. Ja. Und dann kommt, wie geht es abwärts, nicht? Dann kommt Bayern, Baden-Württemberg, wie sieht man immer schon Nordrhein-Westfalen, Bayern, immer schon eine Verbindung. Ja, wie gesagt, der Präsident ist nicht immer hier und deswegen ist die, würde ich sagen, die Möblierung auch relativ stabil. Ja. Es gibt, ich kann mich noch erinnern, Herr Biedenkopf, ja, der sächsische Ministerpräsident hat mal diese schöne Augustusbrückendarstellung hier. Und es hängt auch die ganze Zeit hier, auch da, dann war Peter Hare Carstensen im Amt und der wollte zeigen, wie tolle Maler in Schleswig-Holstein leben und hat dann diverse Künstler hier eingeladen, die standen überall im Haus und haben gemalt und haben uns gleich mit reingemalt und dann waren wir also ständig auch auf der Flucht. Wollten wir da nicht erscheinen da drinnen. Also wir haben hier, wie gesagt, ein relativ bescheidenes.